Hallo und willkommen zurück in Imola zur Heimstrecke der Scuderia Ferrari, wo wir sicherlich viele Fans in Rot sehen werden. Sie sind alle hier, um zu erleben, was verspricht, eine sensationelle Veranstaltung zu werden. Der große Preis der Emilia Romagna. 4,9 Kilometer mit 19 Kurven gibt es in Imola zu bewältigen. Es gibt 9 Rechtskurven und 10 Links. Anders als bei den meisten anderen Formel-1-Strecken wird hier entgegen dem Uhrzeigersinn gefahren. Hoffentlich vergisst das heute keiner. Die meisten Überholmanöver wird es wohl nach Kurve 18 geben, denn danach geht es auf die längste Gerade und hier ist auch die einzige DRS-Zone. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Verstappen, Schwarz und Gasly, Norris, Fernando Alonso, Ocon und Carlos Sainz, Stroll, Bottas, Yuki Tsunoda und Zhou, Russell, Giovinazzi, Nicola Latifi und Mick Schumacher. Mazepin und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen. Weiter Bericht. Topfenster ist in 14 Runden geöffnet. Status Support. Du bist auf P5, P5. Verstappen liegt vor dir, Gasly hinter dir. Dein Boxenstoppfenster ist in 14 Runden geöffnet. Thank you.
Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Lewis Hamilton. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Boah! Grüne. Sorry, Hamilton. Hier war ich schon verkehrt. Oh. Oh. Achtung, das virtuelle Safety Car wurde eingesetzt, weil sich zu viele Trümmerteile auf der Strecke angesammelt haben. Uns wurde mitgeteilt, dass das Risiko zu groß ist. Sie wechseln vom virtuellen zum normalen Safety Car. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Ah, durch. Oder mit dem neuen versuchen? Puh, hey, ja, 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 ja. Puh.
ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ist angekommen. Bestätige. Louis ist in die Boxengasse abgebogen. Louis an der Box. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Los, fahr jetzt. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Fahr hinter mir. Fahr hinter mir. Louis liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Wieder das doofe Delta. Ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Ein paar Infos zu Latifi. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern.
schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Wetterbericht? Die Fahrer des Rennens sind Ocon und Hamilton. Wetterbericht? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Ocon und Hamilton. Wetterbericht? Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Ocon und Hamilton. Wetterbericht? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Ocon und Hamilton. Wetterbericht? Wetterbericht? Die Fahrer des Rennens sind Ocon und Hamilton. Wetterbericht? Rechne mit etwas Regen. Wer ist vorne? Ach so. Zwei. Ja, los. Ungefähr 10 bis 15 Minuten. Trockenreifen passen gerade am besten. Okay, alles klar. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Pro Runde etwa eine Sekunde schneller als dein Vordermann. Mach weiter so. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert.
Sherman hat, hat Mercedes war ist hinter dir. Sherman hat sie. Ich weiß. Lass ihn durch. Wookie Tsunoda ist. Vorsicht, Tsunoda. Das ist auch der Wookie. Boah! Das war klar. Du bist auf PL vorgefahren. Josh, was ist vor dir? Ich weiß. Es geht weiter. Oh. Der ist 2. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Jetzt hat jeder der S. Scheiße. Jetzt hat jeder der S. Scheiße. Boah, Alter. Da hat jetzt jeder das versucht. Boah! Alter! In der Form viel geschaden? Dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Okay. Not just that. Bing. Den. Sehr gut. Reife Leistung. Weiter. Boah. Ein paar Informationen zu Bottas. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Hä? Das Safety Car ist rausgefahren. Wir müssen langsamer werden. Okay, alles klar.
Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ist Bottas? Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops. Zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Fahr raus, fahr jetzt raus. Toll. Verstehe ich. Ja, toll. Ganz verschissen. Die angefahrenen Reifen sollten schneller Gummi ablagern, also kannst du früher Gas geben. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Alles klar. Losfahren! Wetterbericht. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Ricardo und Perez. Wetterbericht. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran.
Qualifier schaue. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Wetterbericht. Okay, beim nächsten Boxenstopp ziehen. Geh dir Intermediates auf. Wetterbericht. Laut Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Wir ziehen eine Alles in Ordnung? Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Safety Car kommt in. Keiner war von der Spritze wie. Dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wetterbericht. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Ricardo und Perez. Status Report. Wir liegen hinten. Letzter Platz. Ricardo liegt vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Ein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 15 Runden. Noch 49 Runden. Okay, alles klar. Ich hab mir jetzt ein Mercedes. Oh. Wetterbericht. Sieht so aus, als wäre das Wetter in 5 Minuten wieder trocken. Trockenreifen passen gerade am besten. Das war regelwidrig. Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay?
Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 3,3 Sekunden. Zwei auf einmal. Die Reifensituation ist gerade recht riskant. Wir glauben, dass die Slicks immer noch schneller sind, aber sie machen es nicht mehr lange. Reifenstatus. Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Im Wetterbericht. Bestätigung, wir werden Intermediates aufziehen. Wetterbericht? Wir haben weitere 5, vielleicht 10 Minuten Regen vor uns. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Der Ocon. Wetterbericht. Die Vorhersage sagt, in 5 bis 10 Minuten hört der Regen auf. Trockenreifen passen gerade am besten. Reifenstatus. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Hatte Intermediate. Vor dir ist Paris. Ich weiß. Hamilton kommt den Sub nicht weiter. Jetzt sehen wir mal die Autos. Auch. Oh! Hamilton! Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Ah. Grüne Flagge. Wetterbericht. Sollte jeden Moment aufhören. Die Fahrbahn wird schnell abgetrocknet sein, also vergeude keine Zeit und steigere dein Tempo wieder. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wer?
übernimmt das Rennen jetzt. Boah, Williams ist vorne. Ein Alfa Romeo. Sofort. Mats mit Williams. Den Perez. Boah. Okay, alles klar. Das ist ja fast so, ne? Ai. Los, Hamilton. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Wir ziehen eine Alternative. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative. Boah, Alter! Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Das Safety Car ist rausgefahren. Wir müssen langsamer werden. Es gibt wohl viele Trümmerstücke auf der Strecke.
eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan... Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Geht in Ordnung. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Louis fährt jetzt an die Box. Louis an der Box. Status Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 17. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 49,8.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Flagge. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Sei einfach vorsichtig. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. Es gab einen Zwischenfall mit Trümmerteilen auf der Strecke. Zum Glück haben die Marshals alles rechtzeitig wegräumen können. Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car. Wir wurden informiert, dass es einen Zwischenfall mit vielen Trümmerstücken auf der Strecke gab. Das Safety Car wird eingesetzt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Verstanden. Geht in Ordnung. Lewis ist in die Boxengasse abgebogen. Lewis an der Box. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Fertig, los jetzt! Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Pass auf deinen Heckflügel auf. Er hat ein bisschen Schaden abgekriegt.
Dein Heckflügel ist beschädigt. Rechne mit geringem Leistungsverlust. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Okay, alles klar.